Er sagte, ihr werdet eine böse Hexe. Verstehe, dieses Kind, das mich für alt und ein wenig verrückt hält, nannte mich eine Hexe und aufgrund dessen beschuldigt ihr mich eines Mordes, ist ja reizend. Wenn ihr seid, weil meine Mörderin wäre, bloß weil ein Kind das behauptet, dann hätten wir einen enormen Mangel an alten Weibern, nicht? Spaßig, wirklich. Nein, ihr scheint kein Murmur zu besitzen. Sei so gut, dann sage ich euch, warum das Kind denkt, ich wäre eine Hexe. Ich bin nämlich eine, oder wenigstens eine Anwenderin von Magie. Ein Verbrechen in dieser Stadt, falls man so entscheidet. Verstehe, nun, ich habe euch wohl genug bereitet. Ich denke, ich sollte gehen. Warum erzählt ihr mir das? Ich könnte euch diesen Magiewächtern ausliefern. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube noch immer, ihr habt dieses Verbrechen begangen. Ich sollte gehen. Gute Reise. Oh, und behaltet das für euch in Ordnung. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man etwas verbergen muss. Ja, ich glaube, ihr wisst das wirklich. Hallo, Leute. Kann ich euch helfen, Schätze? Irgendetwas gegen Kopfschmerzen oder zwei Tränke gegen die Gefahr auf der Straße? Na, lass mich einen Blick auf die Tränke werfen. Ja, Heldentränke hätte sie. Davon könnte ich gerade mal 5 Stück kaufen. Wären ja nur ungefähr 5000 Gold. Schnelligkeitsöl, paar andere Tränke. Also die könnten wir im... könnten wir eigentlich uns mal merken. Trankhändlerin Brücken Viertel Südwest, schreibe ich es mal so. Und wir fügen noch hinzu 4 Kark, Feuer, Drache, Wind, Speer, Hügel. Töten. So. Und ja, wenn Minz Level 11 geworden ist, dann können wir uns mal dem Schattendrachen versuchen. Ein Mädchen. Meine Mutter sagt, dass Hunde Flöhe haben, genau wie die armen Leute. Oh, es ist ein toller Tag, um neue Freunde. In dieser Stadt wie ihr ganzen Raubüberfällen und so ist es schwer, die Familie mit lauter Kleinen zu ernähren. Und man findet auch keine. Und mein Mann findet auch keine Arbeit, die vom Gesetz her erlaubt ist. Hier eine Goldmütze. Ja. Oh. Noch eine Kurtisane. Und ja, ich wollte ja noch in die Hütte da oben gucken. Das ist vielleicht gerade das Haus von der Trankhändlerin. Und ich hätte Quicksave machen sollen. Das ist eine verlassene Taverne. Was immer ihr benötigt, ich erledige es gut. Ja. Sicherheitshalber Quicksave. Geld und Geschmeide, das ist immer gut. Heiltränke und Unsichtbarkeitstränke, das ist auch nicht schlecht. Ja, alles, was wir zu Geld machen können. Und der Rest ist uninteressant. Gut. Das war vielleicht wirklich der ihr Haus. So. Gehen wir mal wieder hier rum. Was können wir eigentlich noch aus dem Stadtschreier rauskitzeln?
an. Andere Angelegenheiten sind im Augenblick wesentlich dringender. Warum geht es immer nur um Privat hin und Handel? Ich möchte zwar vielleicht mal was anderes hören. Mein Großvaters Blähungen in den Wäldern vielleicht Interesse erregen, solche Geschichten aus dem Hinterwald hier aber keinen Eindruck schinden. Versteht ihr das? Gute Geschäfte. Okay, ein bisschen aggressiv. Macht euch jeden Morgen auf die Reise, um mehr über die Privilegierten und Vagabunden zu erfahren. Ich beziehe meine Wahrheit aus dem wahren Buch. Mhm. So. Dann finden wir mal heraus, was es... Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Das hört sich nach einem interessanten Grund. Also, ihr da, ihr seht wie jemand aus, der einen netten Zeitvertreib zu schätzen weiß. Wie wär's damit? Das hört sich nach einem interessanten Angebot an, gute Frau, aber ich bin zurzeit ziemlich beschäftigt. Vielleicht später, wenn ich allein bin. Wer seid ihr? Wollt ihr mit mir spielen? Nein. Sprecht, schon erledigt. Wenn es das ist, was ihr wollt. Was ist mit den beiden hier? Meine Zeit ist knapp im Messer. Oh, schaut mal, die beiden Bürger, der mit uns sprechen möchte. Mein lieber Fürst Feveron, wenn ihr darauf besteht, die Bauern zu erniedrigen, wenn sie sich an uns wenden, werdet ihr sie alle verärgern. Ich habe kein Interesse an einem weiteren Aufstand. Aber mein Liebling, es macht solchen Spaß, die kleinen Bauern nicht ernst zu nehmen. Nein, mein Fürst, ich denke, ich muss darauf bestehen. Vergesst nicht, wir haben hier Geschäfte zu tätigen. Es tut mir leid, aber ihr müsst euch einfach entschuldigen. So, ist so gut. Meine Entschuldigung, Bürger, euer Gestank beleidigt mich genauso wie euer Benehmen, aber als ein Adliger muss ich lernen, Beiß zu tolerieren und jetzt geht. Seht ihr, war das jetzt so schwierig? Mhm. Was meint ihr, mein Fürst Feveron? Ist es das, weswegen wir gekommen sind? Woher sollte ich das wissen, meine liebe Fürstin Diana? Stief, diese Bürger sehen für mich alle gleich aus. Ja, das stimmt. Staubig und verschwitzt, wie alle, wie sie da sind. Manchmal bringt es mich etwas aus der Fassung, ihnen so nah zu sein. Ihr seid eine mutige, mutige Seele, meine Süße. Oh, ich danke euch, Liebste. Es ist so freundlich von euch, das zu sagen. Nein, macht nichts. Schickt jetzt die stinkenden Bauern weg, ja? Oh ja, das hatte ich fast vergessen. Danke fürs Feveron. Hinfort mit euch, Bauern. Kusch, kusch. Manchmal wünschte ich wirklich, solche Leute würde es schneller wischen. Nun gut. Ah, ein Helmtempel. Da fühlen wir uns doch gleich wohl drin. Was möchtet ihr? Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Ja, danke. Willkommen im Tempel des Helm, meine Fürsten. Helm ist der Beobachter und der Wächter, Beschützer aller, die seine Gegenwart nötig haben. Ihr seid in Sicherheit, meine Fürsten, ihr seid willkommen. Dann zeigt mal deine Dienste. Ja, Zauber und so weiter. Spenden wir mal 500. Ja, nachts kommen die Toten im Friedhofsviertel hervor. Holzflöcke. Die brauchen wir im Friedhofsviertel, ja. Das ist ein angespitzter Holzblock, der mit den heiligen Zeichen Seluns überzogen ist. Die Legende besagt, dass man damit einen Vampir endgültig vernichten kann. Um ihn jedoch mit dem Holzblock ins Herz zu rammen, müsste der Vampir schon unbeweglich sein. Also am besten in seinem Sarg ruhen. Genesung. Nö, brauchen wir jetzt gerade nichts. Trübe Heiltränke. Ja. Erzählt mir mehr davon. Ich denke, wir können den Helmtempel wieder verlassen. Das ist zur Abwechslung mal ein Tempel, der von innen kleiner ist als von außen. So, da ist die Schenke. Das da oben ist die Schenke. Da ist aber auch irgendwo der Häuter. Ah, der ist hier hinten. Also das sind alles Eingänge in die Schenke. Schauen wir uns erstmal die Sachen hier an. Yoshimo. Ich denke,
Ich war Ihr habt es nicht geschafft, die Tür mit Gewalt zu öffnen. Okay, da kommen wir schon mal nicht rein. Was braucht? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ah, da war eine Falle drauf. Ihr öffnet die Tür und spielt nach hinten, könnt aber nichts erkennen. Da gibt es keinen Raum, kein Haus, nur eine Leere, die Dunkelheit. Es ist ein bizarrer Anblick. Ihr wisst nicht, was alles passieren könnte, wenn ihr durch die Tür tretet. Okay, in die Mühle können wir. Warum habe ich hier so ein ungutes Gefühl? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was? Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja gut, da hätte ich noch mal einen Quicksave oder so machen können. Da ist jetzt meine eigene Dummheit dran schuld. Keine große. Aber zum Glück war es ja nicht lange her. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Ja, mit dir sprechen. Hier kurz in den Helmtempel mit ihm reden. Ich war, was immer ihr wünscht. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Ja. Ja, haben wir gemacht. Gut. Natürlich. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Ist es denn wichtig, Bohr? Ja, das können wir aber kurz durchklicken. Das ist nämlich wieder dasselbe. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Ja, was sagt er, wenn wir nochmal? Es tut mir leid, ihr sprecht uns nochmal wieder an. Ihr sprecht uns nochmal wieder an. Geht jetzt weg. Mein blaues Blut gibt mir das Recht. Ich mag Leute. Der Bürger spricht wieder mit mir. Was soll ich machen? Kusch, kusch, kusch. Sagt, was ihr von mir wollt. Ich bin ein Eskorte für Fairward und Fürst Diana. Benehmt euch hingegen bei Anschieben und ihr tragt die Konsequenzen. Nun beschwindet, bevor ihr Ärger macht, Bürger. Sagt, was ihr von mir wollt. Sagt, was ihr von mir wollt. Ja. Euer Wunsch ist die Wächterzwillinge. Was braucht leichtfüßig und so? Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten verbringen würden. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Gut, das war jetzt schon mal nicht so schwierig. Was ist eigentlich mit der Tür hier unten? Ist auf die auch eine Falle? Na, nicht wirklich. Ich warte, keine große Herausforderung. So. Das ist ein Regenerationstrank, der sieht ein bisschen schlecht aus. Nö, scheint einer zu sein, der funktionieren könnte. Habe ich so einen bereits? Oder habe ich den? Ne, ich hätte so einen. Passt aber leider nicht mehr hier rein. Dann pack mal den in den Rucksack.
pack das hier rein, so. Ja. Das geht in Yoshimos Edelsteinbeutel. Fragt nur, was mit.